Hallo Ali, willkommen beim Vlog am Sonntag. Schaut's mal, wen ich freigekauft habe. Was machst du? Nein, vorne schieben wir ein bisschen. Der Kauf ist ungeschickt. Ja, ich weiß. Aber ich brauche das jetzt. Schaut's, wen ich freigekauft habe da. Eine offizielle Genehmigung der PV. Ich bin angeschnallt. Ich bin angeschnallt. Jetzt verführen wir es. Jetzt da wir es irgendwo verstecken, jetzt lassen wir es verschwinden. Apropos verschwinden. Bist du jetzt auch schon? Ja. Ist wurscht, ich nehme Werke. Na okay, mal wurscht. Kofferraum. Ist ja wurscht. Da ist das, Brode. Ja, da, passt eh. So. Danke. Da habe ich unlängst ein Video gesehen von einem amerikanischen Mann, der seiner Freundin einen ganz speziellen maßgefertigten Gameboy Micro gekauft hat, der wie er in der Kindheit war und nachgebaut, das Gehäuse. Und den haben sie dann geflaucht auf einem Flughafen. Und er hat aber in die Tasche des Gameboys einen Apple AirTag eingebaut. Der Apple AirTag ist ein 40-Euro-Ding, das per Bluetooth von allen Apple-Geräten wahrgenommen wird. Und immer wenn ein Apple-Gerät, ohne GPS, ohne allen, immer wenn ein Apple-Gerät in die Nähe dieses AirTags kommt, macht es dann Ping auf der Apple Homepage und man kann genau schauen, wo das Gerät liegt. Und wenn man mit dem eigenen iPhone hingeht und in eine gewisse Nähe kommt, kann man dann den AirTag piepsen lassen, dass man ihn hört, und man kriegt am Handy so einen Pfeil, in welche Richtung er ist. Und der Typ hat das gemacht und der Gameboy ist ganz weit weg vom Flughafen gekommen und dann irgendwo gelegen. Und dann ist er dort hingeflogen, hat ein Video drüber gemacht. Und ich habe mir gedacht, sowas könnte man mit der Agnes auch machen. Wir werden hier einen AirTag einbauen. Was lachst denn jetzt? Wo willst du denn den einbauen? Na, wir werden schon einen Fleckerl finden, wo man was reinstecken kann. So groß ist er ja nicht. Und dann können wir die Agnes immer taggen. Da haben wir überlegt, ob das nicht sinnvoll wäre, das mit mehreren Dingen zu tun. Ich meine, 30 Euro ist schon, 40 Euro ist schon viel Geld, oder? Aber andererseits lustig, oder? Da war ein allgemeines Parkverbotsschild. Ja, in die Straße runter, in der Baustelle. Das war ja so, das Schild. Ja, es ist auch das Umleitungsschild vom Fahrradweg rauf zur Kirchenmauer. Also, das wirst du heute in der Lenkbach sehen. Nicht morgen, weil nicht heute für euch, weil es macht ja keiner fertig. Aber es gab übrigens keine Reaktion seitens des Bürgermeisters. Im Ernst? Ich habe das Mail nochmal nachgeschickt. Ich habe das Mail nochmal nachgeschickt. Entschuldigung. Sie hat das gesagt. Ja, das habe ich jetzt gesagt. Das ist da kurz in klein. Ups, habe ich das jetzt gesagt? Nein, das hast du gesagt. Aber solange sie nicht so offen, hast du gemerkt, der Kike kann mit den anderen nicht reden. Also, der Kike, den will niemand, weil er eine Schlammschlacht betrieben hat. Und jetzt wundert er sich, dass das niemand gut heißt, wenn er jetzt auf einmal sagt, aber er das will. Das machen doch alle. Nein, nicht so wie der Kike. Entschuldigung, aber nein. Nicht so wie er. Euer Wille geschehe, hat er gesagt. Er ist unter der Gürtellinie mit seinen Aussagen gewesen. Ich habe seine Aussagen nie beobachtet, genug. Ich habe nur seine Plakate gesehen. Ja, ja, die Plakate nicht, aber die Aussagen, die er gemacht hat, waren teilweise sehr. Ja. Also da braucht er sich nicht wundern. Oh, jetzt ist er politisch. Kaum ist die Frau da, wird es politisch. Ich will gar nicht politisieren, das interessiert mich ja nicht. Merkt ihr, wie gut sie drauf ist? Ich überlege gerade, ob ich auch eine Reha machen soll. Weil du, ja, okay, du und Reha. Ja? Ah, du hast keine Ahnung, wie das abläuft. Wieso? Ich nehme da mein Handy mit, mein Notebook, und dann mache ich Halligalli dort. Mhm. Du hast ja gesagt, ich gehe dort nicht hin, weil da ist der Sessel so, das ist ja bei mir dann auch. Habe ich nicht gesagt. Ja, was denn? Ich habe gesagt, ich habe mit viel 10 Verhandlungen 2 Vorträge, in die ich jetzt nicht gehen muss, weil die wirklich rein medizinisch sind und, also, ja, lernst du, ja. Das du hast Lerner auch kleiner, das geht wieder nicht, ja, oder ja. Wie? Alles, wo auch nur irgendwie der Ansatz auch nur ein bisschen etwas anderem dabei ist, muss ich eh machen. Ist meine Bauchtasche mit Burschen? Ja. Gut, danke. Hast du Geld? Nein. Bitte. Aber wir drehen wieder. Danke, ich wollte nicht wissen, ob sie mit ist.
wirklich gönnt haben. Schon, oder? Nein. So, ich werde jetzt ein tolles Thema erfinden und nach dem Intro zeigen wir es euch dann. Also erzählen wir es euch. So machen wir das. In meiner Familie. Shuffle Dance. Ja, das war eine gute Idee. Das Video ist echt gut und hat überhaupt keine Klicks. Bin hochgradig entsetzt. YouTube ändert Dinge. YouTube macht jetzt Premium Light. Da zahlst du dann die Hälfte und kriegst Werbung. Aber vielleicht nicht ganz so viel. Ja. Und YouTube macht die Shorts jetzt 3 Minuten lang. Keine Reaktion. Nein. Ich finde, es sind schon 1 Minute zu lange. Sollte die Short, es heißt ja Short. Stell dir vor, du hast da ein Legging an und sagst, es ist ein Short. Passt ja auch nicht. Ja, was tut sich in unserem Leben? Ich bin hungrig. Folglich ist das apropos. Erzähl uns, Agnes, was war das beste Essen in Habach? Das beste Essen. Also. Gestern hat es ein Brot gegeben, das war wirklich, wirklich ganz frisch und das war wirklich gut. Besser als das St. Pöltener? Ja. Mit Körnern? Ja. Bäh. Und es waren ein paar von den Hauptspeisen auch ganz gut, aber also man muss halt nachsalzen, das Essen, das ich habe. Ja, man muss nicht. Naja, es schmeckt. Du salzt halt nach. So wie meine Suppe heute. Ja. Nein, deine Suppe war salziger als das Essen, das ich habe. Dabei war man nur Suppenwürze drin, gar kein Salz extra. Ja. Die war aber gut. Kannst du nichts sagen. Du hast die Konsistenz. Grießdukatensuppe haben sie gehabt, die sehr gut war. Grießdukaten? Golddukaten? Nein, das waren lauter so kleine Bämmerl. So, Bämmer. Nicht Grießnockel, sondern so kleine eckige Dinge, die kommen aus der Knorrbacken. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, sie waren extra, aber sie waren nicht in der Suppe schon drinnen, also das war extra. Da gab es die Knorr in den grünen Sackerl, wo dann ein paar so Grießbämmerl drinnen waren, wie du sagst, und irgendwie habe ich den Manunum dazu gehauen. Ja. Ich vermute, dass das in irgendeiner Form gemacht wird. Aber die sind in einer Schüssel neben der Suppe gestanden. Das heißt, du konntest selber entscheiden, wie viel du da in die Suppe reingehst. Du hast die Schüssel genommen und in die Suppe reingehört, oder? Na, spannend. Also das war auch und die haben sich nicht verklebt? Nein, nein, eigentlich nicht. Gut, und jetzt ist hier mal was zum Beißen gibt dort. Beim Vegetarischen gibt es nicht viel zu beißen. Und was gibt es bei den Nicht-Vegetarischen zum Beißen? Fleisch in verschiedensten Variationen. Ist aber gemein, warum kriegen die Vegetarier nichts zu beißen? Tja. Wollen die uns ausrotten? Wahrscheinlich. Kinder, was war für euch das beste Essen diese Woche? Die Würstel. Die Pizza. Pizza natürlich. Was war besser, Pizza oder Würstel? Würstel war ich meine Lieblingssuppe. Du hast sicher Würstel gegessen. Nein. Na doch, Montag haben wir Würstchen gehabt. Ach ja, Also ich muss sagen, die Würstchen sind ja nicht schlecht, aber zwischenzeitlich hauen sie mir nicht mehr vom Hocker. Das liegt daran, dass ich bei meinem Vater war, der mir höchst vorwurfsvoll ein Teller des Essen auf Rädern unter die Nase gehalten hat. So, da, das kann man nicht essen. Und auf diesem Teller ist gelegen ein Kartoffelschwan, der jetzt natürlich nicht aufregend war, aufgrund der Tatsache, dass er schon seit 2 Stunden unterwegs war. Er war nur mal lauwarm natürlich, kennt man aber auch auf einmal. Aber daneben sind gelegen 2, wie heißen sie? Bernerwürstchen, die sowas von gut ausgeschaut haben und der Speck sowas von lecker ausgeschaut hat, dass ich, wäre ich kein Vegetarier, das sicher drüber hergefallen wäre. Also,
das ist ganz ein anderes Niveau, als das zeigt, dass wir als Vegetarier ist, muss man jetzt schon ganz ehrlich sagen. Also wir würden da die vegetarischen Würstchen lieber sagen. Sprach's und es traf in der Blitz. Das sagt man, wenn jemand lügt und Gott ihn bestraft. Pass mal ein bisschen in Religion auf, wie das ist mit dem Lügen. Der junge Mann ist nämlich einer, der gerne mal Fleischwürste auch isst, so zwischen. Ja, sonst haben wir nicht viel gegessen, gell, Burschen? Warum eigentlich nicht? Am Dienstag waren wir Mittwoch waren wir unterwegs. Genau, stimmt. Da haben wir da unterwegs in einem meiner Lieblingslokale gegessen. Und da kommt ein Short Ende Dezember und da werdet ihr sehen, dass es nicht begeisternd war, außer das Malai Kofta. Ja, das war Malai Kofta, genau. Das Malai Kofta sind halt auch besonders. Ah, warum sind die dort gut und warum gibt es die nicht woanders gut? Die gibt es woanders auch gut. Also in Wien gibt es einige. Ja, Wien, ich bin ja in Wien. Aber sonst nicht. Also in unserer Umgebung gibt es keinen Inder, wo wir das Essen so richtig gut schmecken. Ich glaube, wir sollten ein indisches Lokal eröffnen. Das machen wir im Kindergarten, im Neubau. Da machen wir so indisch, da machen wir, genau, so 2 Meter breite Schalter, indisch, griechisch, das wäre aber eh, man kann ja was Indisches auch anbieten, am Malai Kofta. Das Schwierige ist diese, also die Soße ist ja kein Problem, die kann man leicht irgendwie noch wanschen, das ist einfach eine Obersoße. Aber diese bitte? Ghee. Nein, das, also tut was kein Ghee. Tut was kein Ghee. Das war eher so eine Obers passierende Geschichte. Aber die. Diese, was haben Sie für eine. Was ist da drinnen? Falafelartig ist das. Naja, es ist schon mit Kichererbsen, aber auch mit Cashewkernen. Und, aber siehst du, diese Masse. Das, jetzt hast du mich auf eine Idee gebracht. Ich weiß, was kommt. Wie heißt der? Der Thermomix wird das machen. Sowas kann der Thermomix sicher machen. Davon bin ich überzeugt. Ja, aber wir jetzt nicht formen und brutzeln. Nein, das nicht, aber die Masse. Wir brauchen einen Thermomix für Vorwerk. Wir hätten gerne einen Thermomix, der panieren kann. Nein, ich will keinen, der panieren kann. Ich will einen, der panieren kann. Das will ich nicht. Und der ist mir auch 3000 wert. Kartoffeln braucht er nicht schön, das ist die Ofenkartoffeln, die waren nicht schön. Stimmt. So. Basta, genug, das Wetter. Brauchen wir einen Hunger, jetzt gehen wir dort essen, wo wir hingingen. Ah! Das Wetter für den 20.10.2024 für Mosambik. Ja, die sind da ganz unten und auch groß und lang. Und die haben die da, die haben da von innen und von außen Wasser. Also das ist schon wieder. Schaut euch das mal an. Hauptstadt Maputo. Maputo, da. Schaut euch das an. Die sind da, in der Kurve, windgeschützt, urgeil am Meer. Also, 23 bis 28 haben die heute. Es ist beneidenswert, da wird man schon so richtig, also so unter uns, ein bisschen neidisch wird man da schon, oder? Ja, denke ich mir auch. Ich war lange auf, ich war am Zirkusfest. Das Video kommt am Mittwoch in einer Woche, wenn alles klappt. Vielleicht. Also, mit Fragezeichen. Denn am Mittwoch kommt ja jetzt der Zirkus Picard. Das ist sehr interessant, solltet ihr euch anschauen. Bei Alles Zirkus mit C. Und das Zirkusfest mache ich eine Woche drauf. Und eine Woche drauf mache ich den Zirkus Brunch. Und dann kommen die Weihnachtsvideos. Und zwar im Wochenrhythmus. Da geht's rund, sage ich euch, bei Alles Zirkus. Das Schöne ist, dass die Weihnachtszirkus-Videos schon fertig sind. Da freue ich mich, ja. Und jetzt gehe ich ans Rüberladen, denn ich habe wieder viel zu viel fotografiert. Es war ein Horror und schauen wir mal. Das ist ein schöner bis dann. Ah ja, heute wäre noch die letzte Chance gewesen im alten Kindergarten. Und wenn dieses Video online geht, ist noch eine halbe Stunde offen. Also, wenn du den Turbo einschaltest, kannst du, wenn du dich beeilst, rechtzeitig zum Zusperren da sein.